So, in diesem Video möchte ich ein einfaches Reflektometer vorstellen und möchte das mit der Methode der Signalflussgraphen analysieren. Nun, zunächst mal zu dem Aufbau, den wir hier haben. Das könnte tatsächlich ein Reflektometer sein, dessen Sinn es ist, die Reflexionen, die hier von so einem Device an der Test, das ist das hier auf dieser Seite, kommen, also die Anteil der Welle, der hier wieder zurück reflektiert wird, in den, hier ist es angedeutet als Hohlleiter, in den Hohlleiter, das soll bestimmt werden. Nun, diesen Reflexionsfaktor hier würde man angeben als Rho L. So, wie kriegen wir das hin? Ja, als allererstes müssen wir wissen, wie viel Signal überhaupt an diesem Device under Test ankommt. Das würde der Koppler B übernehmen, indem er nämlich einen Teil der Welle hier, der in diese Richtung geht, nach oben auskoppelt in dieses Powermeter hier B rein. Okay, dann müssen wir natürlich wissen, wie viel hier wieder zurückkommt, also in diese Richtung fließt. Und dafür würden wir einen Koppler A verwenden, der einen Teil der Energie auskoppelt in diese Richtung hier rein. Naja, der Generator hier ist die Quelle aller Energie und schickt natürlich eine Welle in die Richtung rein, aber auch das, was hier beispielsweise zurückkommt, würde an diesem Generator wieder reflektiert werden und würde noch hier einen zusätzlichen Anteil wieder in die Richtung nach rechts schicken. Das würde abgekürzt werden hier mit Rho S. Okay, das ist so in etwa das Setup. Wir bauen noch ein paar kleinere Vereinfachungen hier mit ein. Diese Vereinfachungen sind beispielsweise, dass an diesen Ebenen hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6 keine Reflexion auftritt. Es also so etwas, dass hier eine Reflexion geschieht, nicht gibt. Das resultiert darin, dass wir den Signalflussgraphen gleich oder die Analyse deutlich vereinfachen können. Also das ist nicht da. Und was wir brauchen, ist jetzt als allererstes mal das Verhältnis B zu A, das berechnet werden soll. Und daraus können wir dann später aus der Messung B zu A, BA zu BB, können wir dann hinterher das Rho L bestimmen. Okay, im ersten Schritt brauchen wir den Signalflussgraphen dazu, den wir hier aufbauen, und wir beginnen damit, dass wir hier eine Quelle haben, die haben wir ja auch da links. So, diese Quelle liefert eine Welle mit A, dann haben wir hier einen Graphen, der den Wert 1 hat. So, und dann werden wir hier schon an dem Knoten 1, der dieser Ebene hier entspricht. Von da aus geht es mit einem Graphen mit dem Wert S21 weiter in die Ebene 2. Dann können wir hier was mit 1 dahin malen oder auch weglassen, dass wir, ich mache es mal ganz explizit, hier bei 4 ankommen. Und wir würden hier jetzt einen Graphen haben, den wir S54 nennen. Und dann sind wir schon an 5. Da kommt das Device an der Test mit seinem Reflexionsfaktor OL, und es geht ähnlich wieder zurück, hier mit S45 und S12. Na, und dann haben wir hier noch den Generator, der einen Reflexionsfaktor Rho S hat. Was wir noch nicht betrachtet haben, sind die Koppler und die Powermeter hier. Nun, Koppler B würde jetzt einen Teil der Energie, der hier an Ebene 4 ist, also da ist, auskoppeln und an das Powermeter weiterbringen und damit zur Anzeige bringen. Das zeichnen wir hier mal kurz durch, so dass wir hier an B ankommen. Okay. Wir könnten jetzt noch davon ausgehen, dass sogar auch hier an dieser Ebene Reflexionen auftreten können, in dieser Richtung. Das ist aber ausgeschlossen dadurch, dass hier drin steht, dass die Powermeter auch ideal angepasst sind. Wir können also dieses wieder weglassen. Das Unterstreichen brauchen wir auch nicht mehr. Und brauchen uns hier auch nicht weiter darum zu kümmern. Wir sind an BB.
Dummerweise geht natürlich ein Teil der Energie von Ebene 5 hier, der hier ankommt, auch noch zu BB. Das wäre ein Graph, den wir hier hinzeichnen müssten, der dahin kommt. Jetzt haben wir vergessen, die zu bezeichnen. Das hier wäre dann S. Wo ist er denn da? S6, 4. Und der hier wäre S6, 5. So, dieselbe Geschichte haben wir auch hier an dem anderen Powermeter. Nur haben wir dann hier mit S 3,2 einen Weg zu BA. Und hier auch von Ebene 1 gibt es noch eine Abkürzung für die Welle zu Ebene 3. Das ist das S 3,1. Na, um das richtig analysieren zu können und da ein Zwischenergebnis zu haben, brauchen wir einen vereinfachten Graphen, der dann letztlich so aussehen kann, dass wir hier ein A haben. Das wäre das Ziel für uns. Da wollen wir ankommen. Das A haben, dann geht es hier zu B, B meinetwegen. Und hierzu BA. Und eventuell haben wir hier auch noch einen Graphen, den wir auch noch bezeichnen müssten. Okay, analysieren wir zunächst einmal die Geschichte für BB. Dann brauchen wir das hier schon mal nicht zu betrachten, alles was hier mit BA zu tun hat. Was wir uns aber anschauen müssen, ist, wie wir von A über S21 zu BB kommen. Na, schreiben wir das doch gleich mal hin. Hier hätten wir A. So, lassen wir da ein bisschen Platz, darum geht es eigentlich. Und kommen hier schon mal an BB raus, und zwar mit S21. Mal S64, ne? So. Außerdem gibt es noch einen zweiten Weg, der über S21, S54, Ruel, S65 zu BB führt. Das ist der hier. Da haben wir S21, S54, Ruel, S65. Naja, und was wir jetzt noch nicht betrachtet haben, ist diese ganze lange Rückkoppelschleife, dass nämlich über S21, S54, also auf diesem ganzen Weg hier noch was zurückgekoppelt werden kann. Das können wir abkürzen, indem wir hier einmal so eine Schleife hinmalen. Und dieser Schleifenverstärkungsfaktor, den wir hier haben, das ist der Reihe nach S21, S54, OL, S45, S12 und noch OS. Okay, diese beiden können wir einfach als Addition zusammenfassen. Hier den und den. Und das hier gibt eine Schleife, sodass nämlich 1 minus genau das da hier in diesen Graphen reinrutschen würde, sodass wir schon das Ergebnis angeben können mit BB ist gleich. Die beiden S21er-Zweige, S21 klammer ich mal gleich aus, macht es etwas einfacher, S21 mal Klammer auf S64 plus S54 OL S65 und teilen tun wir das durch 1 minus, hier sortiere ich S12, S21, OL, OS, so, S45, S54. Okay, so ein ähnliches Vorgehen müssten wir jetzt oder müssen wir nochmal für BA machen. Auch da haben wir unser A, einen ersten Graphen, der eigentlich nur als Abstand dient.
Hier geht es jetzt auf BA. Und was haben wir da? Na, geht es erstmal zunächst mit S31 direkt drauf. Das ist allerdings der Zweig, den wir nicht wirklich wollen. Und dann haben wir noch den langen hier mit S21, S54, RoL, S45, S32. Also S21, S54, RoL, S45, S31. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Werte da drin. Und die Schleifenwerte sind die gleichen wie oben, denn die Schleife ist ja auch die gleiche. Also auch das gilt genau hier. So dass wir als Ergebnis bekommen BA gleich S31 plus S21 S54 S45 RoL S31 dividiert durch 1 minus, ich kann es abschreiben, S12 S21 RoL RoS S45 S54. Okay, was wir haben wollten, war aber BA zu BB und das Endergebnis würde dann ergeben BA zu BB gleich die beiden Zähler durcheinander, die Nenner sind gleich, deswegen brauchen wir die nicht mehr hinzuschreiben und wir schreiben einfach hier S31 plus S21 S54 S45 RoL S31 geteilt durch S21 mal Klammer auf S64 plus S54 RoL S65. Okay, da kann man einen roten Kasten drum machen, denn das ist das, naja, Endergebnis ist es nicht, aber das Zwischenergebnis. So, nachdem wir das nun haben, können wir jetzt wieder ein bisschen in die Physik oder Technik einstreichen und uns überlegen, was denn diese Koppler eigentlich so als Beschreibung haben. Ich räume dazu mal einmal kurz auf, schiebe mir das hier als Ergebnis nach oben und betrachte mir jetzt nochmal die Koppler. Was wir nämlich hier noch haben und als technische Parameter der Koppler normalerweise angeben, ist die Kopplung, die oft angegeben wird oder angegeben werden kann als beispielsweise CA. Und das entspricht in diesem Fall genau dem, was wir hier haben wollten, nämlich dem S32 oder im Falle des Kopplers B entspricht es dem S64. So, nun sind die Koppler aber leider nicht unbedingt immer ideal, sondern es kann natürlich auch passieren, wir hatten das hier schon angedeutet, dass hier ein Teil der Leistung gekoppelt wird, beziehungsweise hier ein Teil der Leistung gekoppelt wird. Das würde jetzt dem S65 beziehungsweise dem S31 entsprechen. Man würde das aber nicht so angeben, weil man eigentlich angeben möchte, wie das Verhältnis dieser beiden Parameter hier zueinander ist und damit gibt man hier die Direktivität an. Und das wäre in dem Fall hier dA gleich S31 zu S32 und dB gleich S65 zu S64. Oder der sinnigerweise, weil ich nämlich viel mit S31 und so weiter zu tun habe, löse ich das mal beides auf S31 und habe hier S31 gleich DA mal S32, was aber gleich CA ist. Und hier hätten wir S
6,5 gleich. Machen wir es da db mal cb. Okay, zudem gehen wir hier in unserem Fall mal davon aus, dass wir es mit einem schwachen Koppler zu tun haben. Und wir vernachlässigen Phasendrehungen, das macht einfach das Schreiben einfacher. Also wir haben hier Koppelfaktoren von vielleicht 10 dB oder 20 dB hier oder ja, Kopplungen von vielleicht minus 10 oder minus 20 dB, also ein Zehntel oder ein Hundertstel der Leistung wird ausgekoppelt. Und das heißt letztlich, dass auf diesem Wege, auf diesem oder auch auf diesem Wege wenig fehlt. Und damit können wir hier ansetzen, dass S21 gleich S12 gleich S54 gleich S45 ungefähr 1 entspricht. Okay, wenn wir jetzt unsere Formel hier oben nehmen und nähern, für diese Dinge, die wir hier besprochen haben, dann kommen wir hier auf BA zu BB, ist ungefähr, na, fangen wir gleich an hier mit S31, das hatten wir hier identifiziert als DA mal CA plus S21, S54, S45, S31 ist alles weg, also bleibt hier noch Rho L. Wir dividieren, haben hier S21, da brauchen wir uns weiter keine Gedanken drüber zu machen. S64 ist CB. Plus, na und hier haben wir S54, das ist wieder 1. S65 ist DB mal CB und das Ganze nochmal Rho L, also Rho L mal DB mal CB. Auch das wäre ein Zwischenergebnis. Und wir können jetzt in Richtung Rho L auflösen, indem ich hier Auflösung zu Rho L. So. Indem ich hier zunächst mal den Nenner da wegmache und damit ausmultipliziere, dann haben wir hier BA zu BB mal CB plus BA zu BB mal Rho L mal DB mal CB und das ist gleich das, was wir da noch hatten, DA mal CA plus Rho L. Ich sortiere die Rho Ls auf die richtige Seite. Also auf eine Seite, welche ist ja eigentlich egal. Also haben wir Rho L mal BA zu BB mal DB mal CB minus 1, das ist genau das Rho L hier, gleich DA CA minus BA zu BB mal CB und kann jetzt komplett auflösen auf Rho L ist gleich DA CA minus BA zu BB mal CB durch BA durch BB mal DB CB Ja, jetzt habe ich schon wieder hier den S31 vergessen. Der hier auftaucht, der aber ein S32 sein muss. Hier, denn da kam er ja her. Und dann haben wir hier noch ein CA drin stehen. Und hier unten taucht dann überall auch CA noch auf. Eins kann ich hier auch wegmachen und da kommt es auch noch dran. CA, CA, CA.
die Stelle, die da falsch war, markiere ich gerade einmal da, was sich dann fortsetzte in dem, dem und dem Faktor. Ja, brauchen wir nicht mehr hinzuschreiben. Okay, das ist das Ergebnis der Geschichte. So, und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass wir gleiche Koppler haben, also die Ds gleich sind und die Cs gleich sind, dA gleich dB gleich D und CA gleich CB gleich C. Dann können wir das hier weiter vereinfachen und kommen auf UL gleich D mal C minus BA zu BB mal C durch BA zu BB mal D mal C minus C. Das C können wir wegkürzen, das ist ganz angenehm. Und wir haben dann D minus BA zu BB durch D mal BA zu BB minus 1. Okay, wenn jetzt das jetzt auch noch ein relativ guter Koppler ist, also D ist ein sehr kleiner Wert hier, dann können wir das auch hier vernachlässigen, dann spielt vor allen Dingen dieser Term hier unten auch keine Rolle mehr. Und wir haben das da stehen, was wir erwarten würden. Rho L ist nämlich gerade das Verhältnis BA zu BB. Wenn das aber ein in dem Maße, wie eben die Direktivität schlechter wird, müssen wir diese weiteren Effekte hier auch noch berücksichtigen. Okay. So. Störfaktoren, ich kreuze nochmal, oder die entscheidenden Faktoren hier sind ja dieser hier und der hier, sodass das hier ja werden kann, wenn alles wirklich ideal ist, zu einfach nur BA zu BB, wenn ideal. Okay, und damit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.